Die Handballer des SCD HFK Leipzig konnten am gestrigen Sonntag einen klaren Auswärtssieg gegen den Handballsportverein Hamburg einfahren. Mehr zu dem Spiel weiß der Cheftrainer der grün-weißen Handballer, André Haber. Schönen guten Tag. Hallo. Mit 9 Toren Vorsprung konntet ihr eure Stärke gestern beweisen. Wie schaust du denn auf das zurückliegende Spiel? Ja, ich freue mich sehr drüber. Das ist ein Auswärtserfolg, der in der Höhe jetzt nicht zu erwarten war und uns auch nicht so häufig gelingt. Also Hamburg ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die schon sehr gut in die Bundesliga gefunden hat nach dem Wiederaufstieg. Und gestern sind wir sehr souverän aufgetreten, hatten einen sehr guten Spielstart, das muss man dazu sagen. Es hat uns sehr geholfen und ja, haben dann wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Du hast den starken Spielstart schon angesprochen. Ihr hattet eure Führung bereits Mitte der ersten Hälfte kräftig ausgebaut. Wie konnte euch das denn so? Ja, also ich glaube, dass uns sehr geholfen hat, wie wir in der Deckung ins Spiel gestartet sind. Also wir haben es geschafft, ja, die Hamburger in lange Angriffe zu verwickeln. Wir haben es geschafft, schon ein, zwei Bälle aus dem Tor zu bekommen, relativ zeitig. Und damit konnten wir unser Tempospiel laufen, damit konnten wir schnelle Angriffe fahren. Und es ist uns wirklich in jedem Angriff zum Spielstart ein Tor gelungen. Das ist absolut außergewöhnlich. Also, um da mal eine Zahl zu nennen, wir haben in den ersten 13 Angriffen getroffen. Das gibt es alle 2 Jahre einmal in einem Bundesligaspiel von uns. Das ist schon außergewöhnlich. Ihr hattet eure Führung dann bereits Mitte der ersten Hälfte kräftig ausgebaut, so wie du es auch gesagt hast, ein sehr einmaliges Spiel. Wie konnte euch das denn so schnell gelingen? Wo lagen eure Stärken? Ja, ich glaube, dass es vor allen Dingen daran lag, dass wir in der Abwehr sehr gut gestartet sind, haben die Hamburger immer wieder in lange Angriffe verwickelt und ja, dann auch schon zeitig ein, zwei wichtige Paraden bekommen, wo wir ins Tempospiel gekommen sind, wo wir Bälle gewonnen haben. Wir haben aus den ersten 13 Angriffen immer ein Tor gemacht. Sowas ist sehr außergewöhnlich. Also, das passiert vielleicht in 2 Bundesliga-Jahren. In einem Spiel mal, das ist uns gestern gelungen, das hat es viel leichter gemacht und uns auch zu so einer Führung natürlich verholfen. Ihr hattet also ein einmalig starkes Spiel. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hattet ihr dann allerdings doch ein paar kleinere Anlaufschwierigkeiten. Gab es denn trotz der klaren Überlegenheit noch Punkte, in denen ihr euch irgendwie verbessern könnt oder woraus ihr lernen könnt? Ja, die gibt es mit Sicherheit immer. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich vom Spielverlauf, dass wenn wir zur Halbzeit deutlich führen, dann die Heimmannschaft auch nochmal mit dem Publikum ein bisschen aufkommt und sich natürlich dagegen stemmt. Das nehmen sie sich auch vor in der Halbzeit. Und Sachen, die wir verbessern können, die haben wir natürlich im Spiel auch gehabt. Mir hat aber gefallen, mit welcher Ruhe und Souveränität wir aufgetreten sind. Also das braucht es einfach, um auswärts gute Spiele abzuliefern. Einmal weg vom Spiel durch die Heimniederlage von Frisch auf Köppingen gegen Balingen ist der SCD HFK Handball nun sogar auf Tabellenplatz 7 geklettert. Was bedeutet denn diese Steigerung für dich und auch für die Mannschaft? Ja, erstmal freut es mich riesig, wenn wir langsam in der Tabelle klettern können, wenn wir einen Platz gut machen können. Jetzt ist es so, wer genau drauf guckt, Köpping hat ein Spiel weniger als wir. Die Mannschaften vor uns ja, sind in unmittelbarer Reichweite. Aber ja, es macht für mich nicht zu viel Sinn, jetzt Rechenspiele anzustoßen. Wichtig ist, dass wir weiter gut unseren Job machen, dass wir am Donnerstag das Spiel gegen Lemgo gewinnen. Danach ist Nationalmannschaftspause und ja, dann sind es danach dann noch irgendwie 8 Spiele und auf die freue ich mich alle und wir werden für das bestmögliche Ergebnis kämpfen. Es gibt also keinen konkreten Tabellenplatz, den ihr anstrebt. Welches Ziel habt ihr denn stattdessen noch für diese Saison? Ja, also wir wollen schon so gut wie möglich uns platzieren. Ich mag es nur nicht, jetzt nach 9 Spielen, von denen wir 8 Mal gepunktet haben, übereuphorisch zu werden, Tabellenplätze auszugeben und damit jetzt wieder den Druck zu erhöhen, das mag ich nicht. Also wir haben, denke ich, uns gut stabilisiert in der Saison. Es macht wahnsinnig Spaß, mit den Jungs zu trainieren, sie spielen zu sehen und so muss es sein. Also diesen Zustand wollen wir so lange wie möglich, diesen Flow oder wie man es auch nennen mag, möchten wir so lange wie möglich beibehalten und reiten und dann schauen wir sehr gerne, zu was das führen kann. Aber jetzt geht es darum, die Sachen, die uns in den letzten Spielen ausgezeichnet haben, immer und immer wieder zu machen. Blicken wir dazu noch einmal in diese Woche. Als nächstes steht dann ein Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe an. Was erhofft ihr euch denn und was ist realistisch? Ja, wir wollen unbedingt gewinnen.
Nicht nur, weil es ein Heimspiel ist, auch weil es ein Konkurrent in der Tabelle ist, auch weil es jetzt darum geht, auch diese positive Energie aus dem Auswärtsspiel mitzunehmen. Wir haben wieder Zuschauer in unserer Halle. Das ist eine schöne Voraussetzung dafür. Müssen wir wieder eine gute Leistung bringen. Das steht außer Frage. Und dann, ja, freue ich mich sehr auf das Spiel. So viel zu den Handballern des SC THFK Leipzig. Vielen Dank an Cheftrainer André Haber.